In der Aula des Hoyerswerda-Lessing-Gymnasiums ist am Donnerstagvormittag das ZUSE-Seminar offiziell eröffnet worden. In den nächsten Wochen werden sich die Mädchen und Jungen in 4 angebotenen Workshops mit dem Vermächtnis des Computervaters befassen. Die Jugendlichen forschen und experimentieren zu selbstgewählten Themen, die sich natürlich mit den Technologien von heute wie dem Internet, aber auch der Kunst in Form von digitaler Fotografie befassen. Die Ergebnisse sollen dann im Januar öffentlich präsentiert werden. Das ZUSE-Seminar wird bereits zum 8. Mal durchgeführt, organisiert vom Lausitzer Technologiezentrum. Als Dozent ist übrigens auch wieder Horst ZUSE, der Sohn des Computervaters, mit dabei.